Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Mit meiner bereits vierten Staffel und der 150. Folge. Heute in der Vorproduktion am 17.06.23. Bevor es aber losgeht, gibt's mir mal ein herzliches Dankeschön. Und zwar geht's heute an Darkness Dave 1991. Der Darkness Dave hat nämlich am 19.08.22 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür. Du warst Nummer 975. Der Darkness Dave verschwindet jetzt aber wieder und wir befinden uns im Krieg mit dem mächtigsten Imperium, das Karadier in den letzten 100 Jahren gesehen hat oder 50 Jahren oder seit Staffelbeginn gesehen hat. Und der nächste Krieg bahnt sich an. In der letzten Folge haben wir noch die Info bekommen, dass eine Verschwörung im Gange ist und zwar von Arzagos geführt, weil wir uns ja der Istiana angeschlossen haben statt dem Arzagos. Das heißt, ich muss jetzt so schnell wie möglich diese 13 hier voll bekommen, vielleicht um das hier zu vermeiden. Ich weiß es nicht. Die Verschwörungsstärke liegt bei 1000, kann 2000 erreichen. Wenn das genauso gezählt wird wie Stärke im Krieg, bin ich im Vorteil, was das angeht. Wir sind bei 3500, ne? Nochmal gucken. Oh, fast 4000 mittlerweile. Ja stimmt, wir haben ja Utelheim noch eingenommen. Und in der kurzen Zeit, wie, was? Hat er wieder 500 Stärke gewonnen? Das ist so unglaublich, ne? Das ist ein richtiger Selbstläufer geworden hier. Krass. Aber gut, wir überlagern die Atma. In der Hoffnung, ich krieg's mit dem Sturmangriff schnell. Ah, nee, nichts damit schnell. Was? Lösegeld? Plan Retzes? Oh, ja, klar. Bitte, gerne. Habe ich ja eh nicht selbst gefangen genommen. Nemos wurde gefangen gehalten, okay. Shit. Wir müssen Bleeden bauen. Dann hätte ich aber auch gerne Türmchen und Rambock. In der Hoffnung, dass nichts anderes belagert wird. Dass die imperialen Armeen noch irgendwo weit verstreut sind. Utelheim wird belagert. Ja, gut. Okay. Wir gehen. Tschüss. Wie viele Verteidiger habe ich da eigentlich zurückgelassen? Wartet mal, Trupps? Utelheim? Wo steht's denn? Hier. 35 Verteidiger. Wow, die werden es bestimmt schaffen. Nicht. Was wir aber schaffen müssen, ist, den Gegner auf 43% zu drücken, damit wir ihn im Frieden erklären können. Und wir müssen die Zeit vorher noch abwarten. Bei 21 Tagen muss der Krieg schon laufen, bevor ich ein Friedensangebot machen kann. Und ich hoffe, dass jetzt während ich spreche kein Rauschen im Hintergrund zu hören ist, weil ich musste mir mal echt die Klimaanlage machen. Bei mir sind schon wieder 30 Grad im Schatten. Und dazu hier zwei PCs und vier Monitore. Das ist dann irgendwann doch ziemlich warm hier drin. Ah, ich wollte doch Dörfer abklappern, verdammt. Auch wenn es nur Rekruten sind. Sie können aber in der Masse auch schon wieder wehtun. Das kennen wir ja. Ach, Penton höchstpersönlich kommt da anmarschiert. Na, zum Glück habe ich die Belagerung abgebrochen. 2,4? Auf der Brücke aber nur. 3,5, 3,4. Oh, oh, Vorsicht. Ja. Nein. Genau. Nein. Ach. Blöder Saubeutel, ey. Jetzt komm her hier. Ich hab wieder alt gedrückt, ich Idiot war. Oh. Oh, Penton, es reicht, wenn du eine Stimme hast. Ich möchte nicht kämpfen, aber ich werde mich gewiss nicht ergeben. Ich will eigentlich auch nicht kämpfen, glaub mir. Ja gut, das ist also, ne? Aber wenn wir ihn höchstpersönlich besiegen, ist das vielleicht mehr wert in der Berechnung der Kriegsmüdigkeit. Dann noch Brückenkampf. Ich nehme aber mal stark an, er wird hier hinten spawnen und sich hier oben hin verschanzen. Das Thema hatten wir schon ein paar Mal, ne? Wenn nicht, dann ist gut. Falls er jetzt einen verzweifelten Gegenschlag macht und auf mich zumarschiert kommt. So. Und ihr auch noch. Was? So.
Er scheint mir Reiter zu schicken. Oh Mann, wir hatten mal so viele Legionäre und jetzt? Oh Mann. Okay, Bogenschützen vor. Infanterie dahinter. Berittener hier. Was tut er? Infanterie vor. Auf die Brücke rauf. Ja, er versucht gerade überzusetzen. Vielleicht kriegen wir noch, während er versucht überzusetzen, erwischt. Dann können wir ihn schön in seiner ungeordneten Formation erwischen. Muss aber erstmal die Infanterie übersetzen, bevor ich die Kavallerie holen kann. Ah, nee, er hat's kapiert. Er schnappt sich nicht den Hügel. Sehr gut. Das heißt, wir können uns hier verschanzen. Ziehen wir gleich die Bogenschützen hinterher. Ich muss aber schon wieder leiser machen für mich hier. So. Da muss ich nicht so schreien, weil ich habe hier gerade die Tür offen. Jetzt fühlen sich meine Nachbarn vielleicht noch gestört. So, die Kavallerie müssen wir gleich nachziehen. Genau, schon mal einen schönen Schildwall. Sollen sie sich dran totbeißen. Und rückt vor, Männer. Oh, er macht eine lose Formation. Wir kennen das Spielchen schon, aber er hat kaum Kavallerie, wie ich sehe. Nur 14 Bogenschützen. Ja, okay, also das Ding ist ja essen hier. Ach so, wenn ich zu nah dran bin, sehe ich das Symbol meiner Infanterie. Jetzt verstehe ich so langsam, okay. 233, gut. Ja, die Infanterie lassen wir vorrücken und die Bogenschützen kommen mal schön dahinter. Die berittene Bogenschützen auch. Und während wir uns hier ein bisschen müde schießen, ziehen wir die Kavallerie noch über die Brücke. Gut. Also eine ganz kurze Frage am Rande. Schießen meine Palastwachen auch mal mit oder haben die heute keinen Bock zu schießen? Eigentlich hätten sie Sichtfeld haben müssen. Da müssen wir anscheinend noch näher rankommen. Ach komm. Die gute alte Plänkler-Taktik. Warum nicht? Ihr macht mal kurz Linieninformationen, um die Bogenschützen durchzulassen. Was schießen sie jetzt? Ein paar von denen immerhin. Und Schildwall. Die zwei rücken noch ein Stück vor, die eins hinterher und die drei dahinter. Ach, ihr seid schon da. Sag doch, Anton. So. Schießen wir sie erstmal schön nieder. Seit langem mal wieder den Vorteil, dass wir mehr Schützen haben als sie. Wollen wir gleich mal schön ausnutzen. Aber die Reichweite, die ist viel zu weit entfernt eigentlich. Hier mal näher ran. Immerhin haben wir einen Felsen auf der linken Flanke, einen Fluss zur rechten Flanke. Sollte klappen. Ah, sie stellen sich auch nicht dämlich an. Muss man ihn erlassen, ne? Sind die Anführer? Nee. Ah, das ist die komplette Infanterie, die ja so breit steht. Schade, ich dachte, da drüben stehen Bogenschützen. Jetzt würde ich gerne sagen können, meinen Reitern, greift nur auf der rechten Seite an, aber es geht nicht. Die würden komplett in die Front reinrennen. Oh, lol. Alea hat jemanden getötet, sehr schön. Wenn wir auch nicht tödlich schießen, wir können wenigstens die Schilde anklacken. Doch, das ist doch Penton.
Ah, jetzt kommen die ersten Speere geflogen. Das war blöd. Ihr habt euch aufgeteilt hier. Bogenschützen, kommt ran hier. Die vier dahin, die fünf darüber. Ah, sie kommen. Holt Penton vom Sattel. Er hatte Bogenschützen auf der anderen Flussseite, sehe ich gerade auf der linken Seite, ne? Sag mal, warum kriege ich keine Hitmarker? Ihr müsst doch wenigstens ein Schild getroffen haben. Oder ein Pferd. Er ist unverwundbar. Tötet ihn. Ja, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Allgemeiner Charge-Befehl. Einfach auf alles, was sich bewegt. Ich schnappe die Bogenschützen. Die machen am meisten Spaß. Die wehren sich so wenig. Sagt er, bekommt ein Feuer ins Gesicht, natürlich. Hi. Oh, was? Geht doch. So. Das Vorgeplänkel dauert immer am längsten, ne? Aber wenn du den Gegner erstmal da ist, wo du ihn haben willst, dann ist Polen offen einfach. Okay. War jetzt vielleicht in dem Kontext vielleicht ein bisschen ungünstig formuliert. Aber ihr wisst, wie ich es meine. Kommen nochmal generische Kavalleristen? Nee, ist um unsere. Na, kriegen wir das hin oder nicht? Danke. Gut. Sieben Tote. Vollkommen in Ordnung. Ah, wir haben noch jemanden befreit. Ach, vom Meritor-Clan, aha. Keine Gefangenen? Sauerei. Hier wollen noch welche mit rekrutiert werden. Platz habe ich dafür. So. Ach so, ich wollte noch schlachten eigentlich, wa? Ja, ja. Nichts großartig Wertvolles dabei. Nee. Sind noch zu viele Erfahrungspunkte, die ich dann spende. Nee, halt. Ich will dahin zum Verkaufen. Was ist hier los? Zimena? Hier gerade die Karawane angegriffen, kann das sein? Ah, jetzt ist es zu schnell wieder. So. Taverne. Hier. Wir verkaufen wieder alles, was ich nicht rekrutieren möchte. Aber 82 Gefangene, die machen auch extrem langsam, ne? Jetzt arbeitet die Zeit auch ein bisschen gegen uns. 29,30, ihr wollt mich doch verkackpupsen! Ich hatte nur 7 Verluste! Boah! Ja gut, Dörfer geradet, Karawanen überfallen. Ich hab was verloren? Achso, Uteleim, ja klar. Hm. Wir sind bei 3,7, die kriege ich jetzt nicht. Oh, vielleicht hier drüben noch. Na los. Nein. Wir müssen angreifen. Wir müssen angreifen. Wenn wir die 500 da jetzt mit relativ wenig Verlusten vernichten, könnte das schon die über 40% bringen. Oh, er hat doch kaum Kavallerie. Im Verhältnis zu uns. Fernkämpfer auch weniger. Oh, yo, meins, kommt her hier. Moin. That's close enough. Ja, die sind sogar schon weggerannt. Bist du zufälligerweise Anführer von Ostikos? Nee, das ist Askyron eigentlich, ja. Schade. Ja gut. Du weißt schon, dass wir im Krieg sind. Ergib dich oder stirb. Okay. Kräfteverhältnis definitiv auf unserer Seite, aber ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viele Verluste mache. Sonst kommt die nächste Armee und wir haben kaum noch Truppen. Ja, wieder drei Brückenfeld hier. Oh, aber diesmal starte ich hier. Da
Warum muss denn der Gegner hier starten eigentlich? Also hier drüben kann ich mir nicht vorstellen. Oder? Warte mal, meine Fähnchen sind hier. Ach, die gehen auch hier drüben hin. Ich meine, ich könnte natürlich assi sein, wenn er wirklich auf mich zukommt und irgendwie da hinten spawnt, könnte ich hier drüben hin, Bogenschützen hier, Infanterie da und dann einfach abwarten. Aber hätte er die Fahrradkette? Wir machen das einfach so. Nee. So. Nee, Mann, so. Die 4 und die 5, die können jetzt hier bloß noch als Masse stehen. Aber ich werde mich dann so schnell wie möglich vorbewegen. Oder auch nicht. Obwohl, doch, doch, doch. Wir machen das da. Er weiß gerade selber nicht genau, was er machen soll, oder? Sieht zumindest so aus. Wir könnten auch versuchen, uns an der Brücke entlang vorzukämpfen. Was? Ja, der versucht nämlich über die Brücke zu kommen, der Sack. Aber wieso? Seine Infanterie schickt er in die andere Richtung. Was ist los mit ihm? Ja, dann hat er halt gleich keine Kavallerie mehr, ist okay. Ich muss jetzt nur mal kurz noch meine anderen Jungs befehligen. Bogenschützen, Infanterie, Berittene. Ja, den haben wir zurückgeschlagen hier an der Ecke. Ja, du Blöder! Mann! Jetzt schickt er uns seine berittene Bogenschützen. Die ist meine Jungs, die gerade kommen. Ach, er zieht sich da hinten auf den Hügel zurück. Er hat bloß diese Kavallerie geopfert, oder was? Nee. Hä? Was tut er? Oh. Hat er überhaupt noch Kavallerie? 38 Stück eigentlich noch. Aber wo sind die? Auf der anderen Flussseite, natürlich. Ja gut, meine Jungs kümmern sich schon drum. Während wir hier drin noch plänkeln. Aber ich ziehe dann wenigstens mal Nathanos zurück. Falls wir noch chargen müssen. Schönen guten Tag. Achso, war einer von uns. Lol. Ja auch? Ja. Wo kommt ihr alle her? Wandert ihr gerade über zu mir? Wollt ihr euch mir anschließen? Oh nee, jetzt sagt bloß... Ach! Okay, kann ich irgendwie sagen, stopp? Stehen bleiben, Befehl vergessen oder so? Nee, ne? Wir können ihnen da den Rücken bedrohen. Geht mal dahin. Haltet einfach die Brücke. So? Nee, Moment. So. So. Wir können jetzt schön in den Rücken chargen gleich. Wenn er jetzt nicht da irgendwie noch versteckte Elite-Einheiten rausholt, ist das Ding schon gelaufen. Selbst seine 34 Mann kommen da drüben nicht mehr durch. Oh, herrlich. Herrlich. Da möchte ich die 4 aber da drüben sehen. So, ist die Infanterie durch. Gut. Ah, da kommt nicht seine Kavallerie nochmal. Ah, überlegt sich das aber nochmal anders, wa? Seine Bogenschützen hat er da drüben stehen. Auch nicht dumm. Muss man ihn ja mal lassen. Aber jetzt müssen wir... Oh, Entschuldigung! Jetzt müssen wir natürlich versuchen, ihn da runterzuschießen erstmal. Ah, schickt mir die Infanterie vor. Als Schildfang, Schussfang. Allerdings ein bisschen gedreht, weil auf der linken Seite stehen ja seine Schützen. Kavallerie!
give them hell! Nicht gut. Oh, ich treffe doch nicht mal die Kavallerie, wirklich. Come on. Wenigstens ein Gaul. Komm schon. Danke. Sehr freundlich. Ah, er kommt. Schlagen wir die zurück. Ah, meine Bogenschützen sehen jetzt kaum was, wa? Naja, ich merke schon. Stehen meine Jungs wieder am Weg. Wieso chargt ihr in die Infanterie? Ihr solltet die feindliche Kavallerie jagen. Junge, Junge, Junge. Okay, Infanterie rein da jetzt. Wie sieht's da drüben aus? Sind wir im Vorteil? Dann hätte ich jetzt gern die 5-4 gesehen. Und die Bogenschützen halten hier die Stellung. Wie steht er denn da? Da sind meine Jungs! Ha! So kenne ich euch! Große Formation, was ist los mit euch hier? Wollt ihr nicht kämpfen oder was? Oh, scheiß Baum! Ah! Oder Bäumchen, wie auch immer. Ich sehe gerade, der hat kaum Elite, ne? Kaum. Also, nicht unbedingt keine, aber kaum. Ja, gut. Hallo? Ich würde gerne wieder raus. Danke. Und jetzt alles, was wir noch haben, allgemeiner Chargebefehl. Ist mir noch einiges gerade gekommen. Ja. Au, warum immer von hinten? Mann! So, noch ein paar Bauern niederreiten. Und der nächste bitte. Und noch einer. Und noch einer. Okay. Was? Du wirst mich doch jetzt nicht pieksen wollen hier. So. Ja, das war's mit seiner Armee. Definitiv. Es waren jetzt 500 Mann, ne? Ich will es bloß mal erwähnt haben. Moment mal. Ich falle hier da schon vom Sattel. Aber wo bleibt die Verstärkung? Was ist los da hinten? Infanterie, hier rüber! Gibt's doch nicht! Denn wieder 300 Mann einen einzelnen Typ hinterher oder was? Ach nee, ei, ei! Da ist die Krux! Er hat die Bogenschützen als Blockade für die Brücke genommen. Alea ist aufgestiegen, sehr schön. Ah, jetzt haben wir sie überrannt, sehr schön. Die haben sich nämlich zu sehr geklubbelt da drüben. So, die Infanterie ist dran. Sehr schön. Die laufen ja weg. Nein. Oh, warte, ich hab noch ein paar Schuss, wa? Was? Geht doch. Oh, ich hoffe so sehr, dass die Verluste gering waren. Ich hoffe so sehr, dass sie gering genug waren. Seid ihr immer noch nicht fertig mit denen? Horsemen, come after me! Hä? Nein! Allgemeiner Chargebefehl. Oh, was ist denn jetzt wieder hier? Allgemeiner Chargebefehl. Danke. So, was ist los hier? Warum wird hier noch stehen geblieben? Weiter, weiter, weiter! Geht doch. Gut, reitet sie nieder. Lass so wenig wie möglich am Leben. Obwohl, ist egal. Die Armee ist eh vernichtet. Au, sehr schön. Oh yeah! Das hat sich ausgezahlt. Nur 67 auf unserer Seite für immer weg. Dafür aber 554 oder was das war. Komplett. Nee, 534, wie ich gerade hier sehe. Okay. Au, nice.
Sehr schön. Naja, du darfst gehen. Wie stehen wir eigentlich zueinander? Oh ja. Oh ja. So. Mach erstmal die Klima wieder aus hier. Erstmal wieder aufleveln. Butchelario, kein verloren. Super, aber ein Kavallerist oder zwei sehe ich gerade. Ah gut, ich werde gleich wieder hier rausrekrutieren. Oder aus den Gefangenen, mal gucken. Es fehlen nur 5 Leute. Das ist richtig geil eigentlich. So, haben wir wieder die klassischen 71 hier zu stehen. Infanterie nehmen wir sehr gerne mit. Und dann sind wir auch wieder voll. Gefangenen nehmen wir mit. Oh, warte, wir machen es wieder so rum. Und dann so rum. Dann nimmt er nämlich die wertvollsten und die ranghöchsten zuerst mit. Ja, oder auch nicht. Der nimmt Milizsperrträger mit. Ist es dein Ernst? Seit wann sortiert er das so? Boah, ey. Gut, geübte Bogenschützen dann bitte. Hier auch nochmal Bogenschützen. Prinzipas hätte ich gerne, aber wenn dann die richtigen römischen. Armbrustschützen. Nee, Angeheuerte nicht. Die nehmen wir mit, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Nehmen wir sowas von. Nehmen wir. Nehmen wir sowas von. So, 89. Und noch die hier mit. Kataphrakten sowieso. Elite-Kataphrakten erst recht. Dann kann der Rest jetzt einfach flüchten. So. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich eigentlich noch schlachten muss? Seit 3 Folgen schon, ne? Oh. Schade. Schade, der ist verbeult. Schade. Rein optisch. Ach du Scheiße, nee, doch nicht. Hat sich erledigt. Steppenkriegsbogen, Level 4 nur. Na gut. Ich glaube, ich muss die Grenze anpassen. Alles, was wertvoller ist als 1000, nehmen wir mit. Sonst verschenke ich einfach zu viel potenzielles Material. So. Und? 35, 31. Willst du mich verkackt pupsen? So, warte, wir haben 17. für Winter, ne? Die Schlacht hat bei uns jetzt 2,5% ausgelöst, bei ihm nur 4,6. Na! Und Gesamtstärke hat sich nicht viel getan. Ah. Oh, sehr schön. 8% mehr Schaden mit Bögen. Und als Hauptmann, der er ja ist, Bogenschaden durch Truppen von Rang 3 an, aufwärts in eurem Trupp. 5% mehr. Alternativ, täglicher Erfahrungsbonus auf Bogenfertigkeit für das Truppenmitglied mit der niedrigsten Bogenfertigkeit. Ach, das hab ich, glaube ich, ne? Deswegen skillen bei mir die Leute manchmal Bogen. Nö. Sollen wir das hier? Ja. Weil vor allem, bis man die zu Palastwache machen kann, das dauert immer ewig. So, gehen wir erstmal kurz wieder zurück. Sehr schön. Ab in die Taverne. Moment, wieso eigentlich? Gibt keinen Grund. Ich will die alle rekrutieren als Garnison. Na! Okay, aber wir können wieder welche aufleveln. Sehr gut. Handel, ja. Aber vorher, Schlachten, ja. Nee, hier bin ich falsch. So. Zack. Zack. Dann haben wir wieder Fleisch. Immerhin. Felle raus. Eisenerz raus. Wein wird nicht getrunken, also raus. Werkzeuge auch. Fell. Leder. Und die 2 Standarten hier. Gut, oder auch nicht. Wie sieht's aus? An welchem Tag sind wir jetzt so vom Krieg? 16 von 21, noch 5 Tage.
Okay. Ah doch, wir haben ihm schon kräftig wehgetan, ne? Wenn ich jetzt wüsste, wie viele Armeen er hat. Aber ich kann es ja nicht sehen. Oder steht das hier irgendwo? Nee, ne? Nee, das kommt immer nur zu Beginn des Krieges. Nee. Kann ich hier nicht sehen. Aber gut, Leute. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao.